Ja, herzlich willkommen hier auf Super HD View. Endlich haben wir das LG G3 in der ja, Originalausführung nicht mehr als Testversion. Deswegen habe ich auch mit dem Hands-On etwas länger gewartet. Ja, bestellt habe ich es, muss ich sagen, bei O2. Im Lieferumfang mit enthalten ist von LG. Wie ihr sehen könnt, hier das Liveband. Wirklich ziemlich cool, das Teil. Darauf gehen wir aber später noch etwas näher ein. Ja, packen wir erstmal das LG aus und schauen erstmal, was überhaupt in diesem Karton drin enthalten ist. Ja, zum ersten haben wir hier, wie ihr sehen könnt, natürlich direkt schon das LG. Ich hole es jetzt mal raus. Auch super gut verpackt alles. Wie ihr auch sehen könnt, hier an den Seiten noch Schutzfolie dran. Fühlt sich sehr leicht, muss ich sagen, an, aber auch sehr hochwertig verarbeitet, obwohl es ja nur aus Plastik, soweit ich weiß, besteht. Ja. Legen wir das einfach mal zur Seite, schauen wir mal, was hier noch so im Karton drin enthalten ist. Da haben wir zum einen hier den Akku, den habe ich aber schon ins Handy reingetan. Eine kleine Gebrauchsanweisung vom Handy. So, dann haben wir hier unten einmal im Lieferumfang mit enthalten die Kopfhörer. Natürlich das USB und Stromladekabel. Und natürlich einmal für die Steckdose den ganz normalen Stromadapter. Ja. Das ist eigentlich soweit auch schon alles, was im Lieferumfang hier enthalten ist. Recht wenig, in dem Sinn aber halt sehr umfangreich. Legen wir das mal wieder da rein. So, dann ziehen wir einfach mal hier oben, wenn ich das zu fassen bekomme, die Hülle hier oben ab. Ah, das will nicht so wirklich. So, das legen wir jetzt einfach mal alles hier in die Seite. Den Karton packen wir. Und alles weg. So, ja, kommen wir mal zu der Haptik, Optik zum Handy. Man muss wirklich sagen, das Handy liegt echt eins an der Hand. Also ihr habt da wirklich vom Gewicht her, muss man sagen, was Gutes. Es ist nicht zu schwer, nicht zu leicht. Wirklich ideal, um damit auch ja, zu arbeiten. Gut verarbeitet. Echt solide, also es fühlt sich auf jeden Fall wertig an, obwohl es nur aus Plastik besteht. Das muss man definitiv hier sagen. Ja, kommen wir mal so zu den technischen Daten. Wir haben hier, befinden uns besser gesagt in der Klasse der High-End-Smartphones. Der Handy-Typ, die Bauart ist eine Barren, haben ein Gewicht von 151 Gramm, haben eine Höhe von 146,3 mm. Eine Breite von 74,6 mm und eine Dicke, wie ihr sehen könnt, von mal gerade 8,9 mm. Das ist wirklich enorm dünn. Dennoch muss man sagen, ist dieses Smartphone extrem leistungsfähig. Ja, erhältlich ist es in Schwarz, Weiß und Gold. Ich finde, das ist jetzt nicht wirklich schwarz, ist eher so ein Grau-Anthrazit, meiner Meinung nach. Aber sieht wirklich sehr, sehr gut aus. Ja, im Preissegment befinden wir uns hier bei 549 Euro. Ich habe jetzt die kleinere Version, 16 GB mit 2 GB RAM. Aber das ist natürlich vollkommen ausreichend. Ja, an Betriebssystem haben wir das Android 4.4 KitKat. Haben einen Akku verbaut mit 3000 mAh. Der bringt euch locker über den Tag. Also daher kann man sich wirklich nicht beschweren. Ja, an der Front haben wir hier oben den Lautsprecher. Hier haben wir die kleine Frontkamera und direkt daneben sind dann die Sensoren für Gesichtserkennung und so weiter. Auf der Rückseite haben wir hier unten den Ausgang-Lautsprecher, Mono leider. Hier oben ein Dual-Flash. Da können wir das Handy an- und ausschalten. Lauter, leiser, die 13-Megapixel-Kamera und hier den Laserfokus. Ja, das war's auch von außen. Schauen wir uns das Gerät einfach mal weiter an. Ja, das Display, was wir hier verbaut haben, das ist ein IPS-LCD-Display mit 5,5 Zoll, also knappen 14 cm Bild. Diagonale muss man sagen. Ja, wir haben hier eine Auflösung von 2560 mal 1440 Pixeln mit Pixel pro Zoll von 534 ppi. Das ist schon enorm hoch. Eine Displayfarben liegen wir bei den 16 Millionen. Touchscreen, ganz normale kapazitiv. Ja, Multitouch und das war es eigentlich auch soweit schon zum Display. Ja. Schauen wir uns einfach mal die Benutzeroberfläche an, wie man es gewohnt ist von Android. Sehr übersichtlich, auch sehr, sehr schnell, lässt sich super bedienen, also wirklich sehr, sehr angenehmes Slide-Gefühl. Wenn ich es jetzt mit einem Lumia vergleiche, muss ich ehrlich gesagt sagen, ist das hier wesentlich ja, weicher zu bewegen. Ja,
Was kann man noch sagen? Verbauter CPU. Wir haben hier ein Snapdragon 801 drin, Quad-Core mit 4x 2,5 GHz. Das ist natürlich enorm viel Leistung für ein kleines Smartphone. Merkt man aber, da die Hitze immer noch leider nicht richtig abgeleitet werden kann. Ja, schauen wir uns einfach mal hier die Kamera an. Wie ihr sehen könnt, haben wir hier an der Seite alles, wo wir es vernünftig einstellen können. Hier in den Einstellungen, hier 13 Megapixel zum Beispiel, da können wir hier auswählen zwischen UHD, das können wir mit 30 Frames filmen. Dann haben wir hier die Full-HD-Variante mit bis zu 60 Bildern pro Sekunde, 720p, auch mit 60 Bildern bis maximal. Und dann haben wir natürlich noch die 120 Bilder pro Sekunde für den Zeitlupen-Modus. Ja, ich persönlich filme nur noch mit UHD, ehrlich gesagt, weil es einfach der Hammer ist. Meines Erachtens noch sogar besser als das S5 und als das Sony Z2. Die Bildqualität, die Schärfe ist einfach der Wahnsinn. Ja. Wozu man auch sagen muss, die Bildtiefenschärfe. Ja, das ist jetzt soweit die Kamera. Dann haben wir hier natürlich noch Panoramamodus, magischer Modus, Automatik und halt Dual, dass wir uns halt selber sehen und ein Foto selber schießen können im Hintergrund. Hier oben haben wir direkt die Ansicht. Also alles wirklich sehr, sehr übersichtlich ja, gestaltet, muss man sagen. Ja, jetzt schauen wir uns das Handy einfach mal von innen an, wie das aufgebaut ist. Und zwar machen wir jetzt einfach hier die Hülle auf. Dazu habt ihr hier die kleine Lasche. Dann könnt ihr einfach mit dem Finger hier hochfahren und schon ist alles geöffnet. So, wie ihr sehen könnt, haben wir hier einen 3000 mAh Akku, wie schon angekündigt. Hier oben können wir Micro-SD-Karten einfügen. Derzeit auf dem Markt erhaltbar sind 128 GB ausreichend, sind hier meines Erachtens nach 64 GB vollkommen. Verwalten kann man damit bis zu 2 TB. Die werden aber derzeit schon entwickelt und die Frage ist halt natürlich, was kostet das Ganze? Ja, wie ihr hier sehen könnt, in der Akku-Abdeckschale ist schon dieses Near-Field Communication mit integriert. Also ihr könnt halt auch das Handy darüber aufladen, genauso wie halt auch die Daten verschicken. Hier oben seht ihr dann die Induktionspunkte, die hier an der Seite da verbracht sind. Darüber wird halt dann direkt das Akku geladen. Also alles im Ganzen wirklich sehr schön und solide verarbeitet. Und auch, man muss wirklich sagen, dass das Plastik hier ist jetzt kein Billigplastik. Man sieht, es ist wirklich sauber. Ne? Es ist auch wirklich echt hochwertig. Ja, das war jetzt soweit im Prinzip das, was ich euch zu dem LG G3 erzählen kann. Das Handy wirklich lohnt sich zu kaufen. Ich persönlich benutze es nur für den Autobereich zum Filmen, weil es einfach unschlagbar ist in der Qualität. Ja, was kann man zum Handy noch sagen? Ihr habt natürlich kostenlose Navigation über Google Maps. Ihr habt die Möglichkeit, das Gerät ja, an den Fernseher anzuschließen. Es hat also einen TV-Ausgang, der ist über einen HDMI-Adapter möglich. Diverse Sensoren sind verbaut, Annäherungssensor, digitaler Kompass, ein Lagesensor, ein Lichtsensor. Also das Gerät ist wirklich rundum ausgestattet. Hat ein super Display, muss man definitiv einfach sagen. Es ist sauber verarbeitet, alles Preis-Leistungs-Verhältnis stimmt hier. 2 GB RAM, Quad-Core-Prozessor, 16 GB interner Speicher. Wenn ihr die größere Version haben wollt, müsst ihr nur 50 € mehr bezahlen und habt natürlich direkt wieder 32 GB Speicher, 3 GB RAM. Also da kann man wirklich nicht meckern. Ja, natürlich werde ich euch unten im Link noch die Verlinkung zu Amazon reinmachen. Da könnt ihr euch das Smartphone dann natürlich direkt bestellen. Ist natürlich dann auch sofort da, innerhalb von binnen 2 Tagen meistens. Ja. Wie gesagt, von mir habt ihr eine definitive Kaufempfehlung zu dem Smartphone. Es ist einfach 1A. Alles ist übersichtlich, super verarbeitet, wie ihr sehen könnt. Läuft flüssig. Ich bin zufrieden. Ja, Videos auf meinem Kanal zu dem Smartphone werdet ihr natürlich noch finden. Auch Soundtests zu dem Handy. Ihr werdet finden generelle Videokompressionsvergleiche zu verschiedenen Herstellern, wie zum dem neuen Lumia 930. Dann natürlich zu dem Z2 wahrscheinlich noch, was alles noch so kommen wird. Ja, ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen weiterhelfen, eure Kaufentscheidung hiermit ja, zu erleichtern und sagt einfach dann bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen. Ciao.